Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strategic Command. Wir spielen das Szenario D-Day to Berlin. Ja, und das Wetter ist gruselig. Wir haben den 4. Februar 1945 und wenn wir einmal herauscrollen, sieht man, dass die gesamte Landkarte in einem schönen Hellbraun eingefärbt ist. Das heißt, wir haben europaweit mit einer erheblichen Schlammperiode zu tun. Gut, hinzu kommt, dass es überall schneit, also auch das Wetter in der Luft, das Flugwetter ist relativ schlecht. Und insofern sind wir momentan mit einer doch sehr unglücklichen Wetterlage geschlagen. Eigentlich wünscht man diese Wettersituation ja dem Gegner, aber naja, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Naja, und der Titel D-Day to Berlin ist Programm. Es gibt nämlich einen D-Day 2.0. Die Alliierten sind erneut in Frankreich gelandet, mit einer Armee vor Brest, mit einem Korps und mit einer weiteren Armee bei Cherbourg. Ja, die spannende Frage ist natürlich, ist das jetzt nur der Anfang einer groß angelegten Invasion oder mehr so ein kleines Intermezzo? Naja, und man hat auch gleich den Impuls, sollten wir nicht irgendwelche Einheiten schon mal vorsichtshalber in Richtung Frankreich verlegen? Irgendwas Schlagkräftiges, vielleicht so ein, zwei Panzer? Das sind so die ersten Gedanken, die einem durch den Kopf schießen. Wenn wir uns aber einmal mit den gegnerischen Einheiten beschäftigen, so hat diese Armee eine Versorgung von Null, das Korps hat ebenfalls eine Versorgung von Null und auch diese Armee. So, das heißt, wir haben hier drei völlig unterversorgte Einheiten vor der Brust. Darüber hinaus fehlt noch irgendwie ein Hauptquartier, das durch eine Unterstellung der Einheiten die Kampfwerte der Einheiten nach oben bringen könnte. Und insofern halte ich tatsächlich die Situation für beherrschbar an dieser Stelle. Und wenn wir uns einmal die Angriffswerte ansehen, 05 ist nämlich schon hervorragend, 03, 13. Aber selbst diese Garnison bekommt immerhin 2-2er Angriff gegen die amerikanische Armee hin. Und das ist für so eine kampfschwache Einheit doch schon ein vernünftiges Ergebnis. Insofern werden wir erstmal darauf verzichten, weitere Einheiten in Richtung Westen zu verlegen und mal sehen, ob wir die Situation mit den vorhandenen Bordmitteln beheben können. Ja, lief nicht ganz so gut. Verschieben wir uns mal ein wenig, rücke mit der Armee hinterher. Und die kriegt schon mal 06er Angriffe. Und schaffen wir es, die gegnerische Armee aus dem Spiel zu nehmen? Ah, haarscharf vorbei. Aber wir können noch ein weiteres Korps hinterherwerfen. Und damit ist die Armee Geschichte. Sehr schön. Ja, und wir haben auch damit eine recht schöne Verteidigungslinie in Richtung dieser Halbinsel aufgebaut. Insofern wird das Korps also hier wenig ausrichten können. Bin mal gespannt, ob hier wirklich Einheiten nochmal hinterherziehen. Gut, Le Havre muss natürlich besetzt werden. Dafür haben wir noch eine Garnison im Anmarsch. Wir führen die obligatorischen Angriffe auf London durch. Und können tatsächlich 2 Schadenspunkte an Treffern erzielen. Das ist doch mal was. Gut, dann sind wir eigentlich ziemlich durch im Westen. Verlegen noch unser U-Boot in die sichere Ostsee. Ja, also wir sind durch im Westen und nachdem das jetzt schon mal anfänglich gut verlaufen ist, werden wir auch keine weiteren Einheiten verlegen. Wir schauen mal, wie sich die Lage entwickelt und können hier immer noch reagieren. Das bringt uns dann in Richtung Norditalien. Unsere Front hält nach wie vor gut aus. Wir werden selbstverständlich die Einheiten nochmal verstärken. Ja, Gegenangriffe sind kaum sinnvoll möglich. Mal dieser 1-2er-Angriff, den könnte man mal probieren. Ja, geht auch wie vorhergesagt aus. Hat zumindest nochmal die amerikanische Armee ein bisschen geschwächt. Ja, und wir verfügen hier über unsere Luftwaffe, 3 völlig komplett ausgerüstete Jagdflugzeuge, 3 komplett aufgerüstete Stuka-Geschwader. Aber wir haben dummerweise auch hier in Norditalien schlechtes Flugwetter. Es schneit also, tja. Und daher werden wir in dieser Runde erstmal auf irgendwelche Luftangriffe verzichten. Ich warte also auf besseres Wetter. Ich möchte hier nicht für unnötigen Schaden an unserer Luftwaffe sorgen. Gut,
Auf dem Balkan gibt es erstmal nichts Neues, das passt soweit. Und wir kommen in Richtung Schwarzes Meer, fahren einmal im Kreise. Sehr schön. Und kommen damit zur Heeresgruppe Süd. Ja, also hier sieht es doch mal erfreulicherweise, ja, wie soll ich sagen, ganz gut aus. Wir kriegen zwar erheblichen Druck aus dem Norden heraus. Es gab hier einen schnellen Vorstoß mit dem schweren Panzer, der einfach unseren Fallschirmjäger umfahren hat. Und ich habe das tatsächlich wirklich völlig falsch in Erinnerung gehabt. Fallschirmjäger haben nämlich nur eine schwache Kontrollzone. Und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, die hätten eine vollständige Kontrollzone. Und das habe ich dann durcheinander gebracht. Insofern konnte also dieser schwere Panzer ärgerlicherweise Debrecen erobern. Da werden wir aber gegenhalten können. Wir bekommen relativ viel Druck hier aus dem Norden herein, haben aber auch unseren Kessel und unseren Druck selbst weiter in Richtung Osten aufbauen können. Ich schaue mir das jetzt nochmal in Ruhe an und wir sehen uns dann gleich wieder. So, zurück auf dem Schlachtfeld. Ja, tja. Also wir hatten ja mal vor einigen Runden den Plan entwickelt, mit kräftigen mobilen Einheiten hier in diese Lücke hineinzustoßen, um eine Art Kessel in Richtung Odessa zu schlagen. Diesen Plan haben wir uns ja auch schon vor ein, zwei Runden abschminken können. Dafür stehen hier einfach viel zu viele gegnerische Einheiten. Und ja, so richtig, richtig gut sieht es nicht aus. Also ich habe zumindest noch mal eine Idee entworfen, wie wir vielleicht die drei vorderen Einheiten, den Panzer, die Stoßarmee und auch die sowjetische Armee doch nochmal einkesseln können. Dafür müssen aber jetzt einige Kämpfe ein wenig glücklich laufen. Ja gut, schauen wir mal, was passiert. Wir greifen einfach mal an. Ja, das lief sehr glücklich, würde ich mal sagen. Und die Einheit zieht sich zurück. Sehr schön. Darauf hatte ich ein Stückchen spekuliert. Denn dann bekommen wir den schweren Panzer nachgezogen und der bekommt einen 05er Angriff auf die Garnison hin. Darauf hatte ich ebenfalls spekuliert. Dann werden wir nämlich mit unserem Panzer hier nachsetzen können. Der bekommt einen 1,6er Angriff auf den schweren Panzer hin, was natürlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis für uns ist. Ah, es ging nicht aus wie geplant, aber komm, da müssen wir jetzt durch. Jawohl. Und jetzt räumen wir hoffentlich die Garnison ab. Daumen drücken. Und ja, die Garnison ist weg, selbst wenn wir einen eigenen Treffer hingenommen haben. Und damit bekommen wir nämlich unseren Panzer nach vorne geworfen. Und wir können die Stadt besetzen und haben somit einen Kessel geschlossen um diese drei vorderen Einheiten. Eine sehr schöne Aktion. Gut. Jetzt schauen wir mal, wie es hier unten im Süden weitergeht. Wir werden doch mal diese Armee angreifen. Ja, können aber nicht ganz so viel ausrichten. Und wir haben hier auch noch schöne Angriffe frei auf diese Einheit. Und auch unser Panzer hat noch Angriffe frei. Also wir kriegen die Stoßarmee auf jeden Fall schon mal aus dem Spiel genommen. 1-1 ist nicht so schön. Wir setzen nach. Ja, auch das hat gut funktioniert. Leider können wir an dieser Stelle nicht weiter aufrücken. Ja, wir müssen irgendwie diesen Vormarsch hier unten noch abriegeln. Wir kommen hier bestenfalls kurz vor das Hauptquartier und das machen wir auch. Ja, wir stellen uns hier vors Hauptquartier und bewegen uns mit der Armee doch nochmal ein Feld zurück. Somit geben wir zwar diesen Bereich hier vorne preis, dort wird der Gegner also nachrücken. Aber wir werden auf jeden Fall unseren Kessel geschlossen halten. Da kann er nicht durchstoßen. Dafür sind seine Kräfte zu schwach. Gut, was machen wir denn noch mit unserem Panzer? Wir nehmen auf jeden Fall das Korps nochmal aus dem Spiel, sodass der Gegner es nachbauen muss.
Ja, und einen 0-3er-Angriff hier unten bekommen wir immer noch hin. Insbesondere wenn die Einheit jetzt völlig ohne Versorgung ist. Insofern greifen wir doch nochmal lieber in Richtung Norden an und nehmen einen eigenen Schadenspunkt. Gut, damit können wir leben. Wir müssen noch die Lücke schließen. Werfen dafür mal den schweren Panzer nach vorne. Tja, können uns hier auch nur ein Stückchen zurückziehen. Gut, wir könnten nochmal die Frontlinie auch ein Stückchen weiter verlängern und nach in Richtung Osten ausbauen. Das machen wir, glaube ich, auch. Schauen wir mal, wie wir hier oben denn noch anschließen können. Bringen auf jeden Fall mal das Korps nach oben. Ja, Rücken vor, Rücken hier zurück. Ist so ein bisschen ringelrein. Dann bekommen wir diese Einheit noch verstärkt, weil wir sie nicht bewegt haben. So, das sieht doch gut aus. Die Einheit ist nach wie vor relativ exponiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sie nochmal wiedersehen, aber sie müsste ganz gut versorgt sein. Fünferversorgung, dann dürften wir sie verbilligt nachkaufen können. Der Panzer ist hier auch bedroht durch den schweren Panzer der Sowjets, aber ich glaube auch, dass das alles halten wird und dass wir hier unsere Panzer nicht verlieren werden. Und die, wie gesagt, die befinden sich alle hier in einer sehr guten Versorgungslage. Das ist auch schon mal eine gute Situation für uns. Ja, dann kommen wir jetzt weiter in Richtung Westen. Wir kriegen doch mal sehr schöne Angriffe auf diese Armee frei und die werden wir jetzt auch mal ausnutzen. Mit der Einheit nach. Und landen wir einen Glückstreffer? Ja, wir landen Glückstreffer. Sehr schön. Ja, man könnte sogar ein bisschen aufrücken, aber nein, das bringt uns an der Stelle nicht weiter. Hier verstärken wir uns. Gut, und damit kommen wir schon auf die gefährdete ungarische Tiefebene. Das schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann wagen wir mal unser Glück und versuchen einen Angriff auf den gegnerischen Panzer, der sehr gut ausgeht. Bewegen unser Korps hinterher. Mal sehen, was diese Einheit noch ausrichten kann. Ja, und damit ist der Panzer herunter auf 2. Und das ist ja nun wirklich nicht mehr stark. Damit sollten wir ihn dann vielleicht auch in der nächsten Runde aus dem Spiel nehmen können. Nichtsdestotrotz müssen wir in irgendeiner Form Budapest absichern. Wir haben hierfür ja eine Garnison in Zagreb möglicherweise zur Verfügung. Eigentlich sollte diese Garnison als Reserve für die beiden Einheiten bei Bihać dienen, denn wir haben hier ja regelmäßig Verluste durch gegnerische Luftangriffe hinnehmen müssen. Aber in diesem Moment ist sie in Budapest viel besser aufgehoben als in Zagreb. Gut, damit haben wir die ungarische Hauptstadt ebenfalls gesichert. Ja, dann ziehen wir uns ein Stück zurück und tja, ohne weitere Verstärkungen aus dem Norden heraus wird es an dieser Stelle wohl nicht funktionieren. Wir bewegen daher einmal ein Korps in Richtung Heeresgruppe Süd. Ja, die Einheit bringen wir direkt in das Feld hinein. Also mir gefällt das normalerweise nicht so sehr, Einheiten direkt in die Frontlinie zu verlegen, da wir bei der Verlegung ja auch Bereitschaft und Moral verlieren. Aber angesichts der Lage haben wir keine andere Möglichkeit. Dann ein Zweier-Gegenangriff ist jetzt nicht so schön. Da bewahren wir uns doch lieber die Kampfkraft der Armee auf. Gut. Und wir sollten in irgendeiner Form noch Oradea besetzen. Dafür können wir sinnigerweise diesen Panzerjäger verlegen. Der könnte ja auch in der nächsten Runde nochmal einen schönen Angriff auf den schweren Panzer vornehmen. Somit haben wir zumindest auch mal diese Stadt gesichert. Ja, und im weiteren Verlauf der Frontlinie werden wir uns jetzt einfach nur verstärken. Gut. Ja, und dann haben wir hier noch eine stark angeschlagene ungarische Einheit.
Die Versorgung ist in diesem Feld leider nicht so gut. Daher werden wir es einfach mal mit dem Austauschen probieren und die Einheit in dieser Position verstärken. Und auch hier kriegen wir leider nur eine Stärke von 8 hin. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine kampfkräftige Einheit in diesem doch sehr exponierten Feld stehen. Also hier können ja von drei Seiten aus Angriffe auf dieses Feld gestartet werden. Und für das ungarische Korps sind also nur Angriffe von zwei Seiten aus möglich. Insofern steht die Einheit hier ein Stückchen besser. Die dürfen wir wohl in der nächsten Runde nochmal wiedersehen. Ja, und ansonsten steht unsere Verteidigungslinie. Wir werden mal Lehmberg beschießen. Wir haben mittlerweile drei Geschosse mit dem Eisenbahngeschütz zusammenbekommen. Mir geht es im Wesentlichen darum, einmal die Versorgung in Lehmberg herunterzubringen. Schauen wir mal, wo wir angekommen sind. Versorgung ist 0. Ja, dann heben wir uns das weitere Geschoss mal auf. Sehr schön. Ja, damit sind wir im Bereich der Heeresgruppe soweit Süd soweit durch. Man sollte die Sätze auch zu Ende sprechen. Und ich schaue mir als nächstes einmal die Heeresgruppe Nord an. Bis gleich. Wir beginnen wie gewohnt im hohen Norden. Im Bereich Pechenga hat sich nichts getan. Salla wird hier weiter belagert von der Garnison, aber ein Angriff, das lohnt sich hier nicht. Wir halten das Zentrum Finnlands und kommen damit auch schon in Richtung Süden. Werden wie gewohnt auch dieses Korps auf den Wert von 8 hochbringen. Das sollte nach wie vor ausreichen, um diese Frontlinie halten zu können. Gegenangriff hier macht keinen Sinn. Ja, und dann stoßen wir mal mit unserer verbleibenden Garnison weiter mutig in den Fog of War vor. Die Stadt ist hier unbesetzt. Wir sollten in der nächsten Runde auch eine Versorgung von 1 hier haben und damit dann auch in der nächsten Runde diese Stadt erobern können. Sofern jetzt, nee, der Gegner kann hier nichts hinein verlegen. Hier geht keine Eisenbahnlinie hinein. Ja, also insofern werden wir die Stadt in der nächsten Runde wohl erobern. Gut, dann kommen wir zur Heeresgruppe Nord. Hier können wir jetzt einfach mal stehen bleiben. Wir werden auch die Munition unserer Raketenartillerie aufsummieren, mal ein bisschen ansparen. Haben hier zur Deckung eine vernünftige Armee stehen. Ja, müssen irgendwo natürlich die letzte Einheit aus dem Kessel entfernen. Ah, klappt nicht ganz so wie geplant. Ziehen wir uns doch nochmal zurück. Tja, dann müssen wir hier einfach nachsetzen. Da können wir nichts machen. So, die Einheit ist weg. Ja, und ich habe mir überlegt, dass wir uns ein Stückchen wieder zurückziehen. Also wir sind ja doch relativ jetzt nahe in Richtung Minsk vorgestoßen, aber das bringt uns eigentlich alles in allem nichts, da wir kaum weiter in den Angriff übergehen können. Insofern werden wir uns mal mit den stark angeschlagenen Einheiten so ein Stückchen zurückziehen. Die Frontlinie aufnehmen mit dem relativ kampfkräftigen Korps. Hier unten können wir uns leider nicht verstärken. Ja, und wir haben durch das Verlegen der Panzerjäger eine Frontlücke geschaffen. Die sollten wir jetzt auch wieder schließen. Und wir nehmen auch diesen Panzer ein Stück weit zurück, sodass er über seine Kontrollzone doch einen recht schönen Bereich abdecken kann. Also insofern dürfte der Gegner nicht ganz so einfach hier in Richtung Norden vorstoßen können. Unsere Ari steht hier. Die beiden Einheiten könnten wir in der nächsten Runde verstärken. Ja, bewegen wir noch unseren Panzer nach vorne. 1-3er-Angriffe sind mal okay. 0-3 nehmen wir auch mit. Die Einheit zieht sich zurück und das Ganze ohne eigene Verluste. Hervorragend. Das ist noch ein schöner Abschluss im Bereich der Heeresgruppe Nord. Gut, dann stehen wir hier ganz ordentlich. Und ja. Das wäre es dann eigentlich auch im Bereich der Heeresgruppe Nord gewesen. Ja, und wir verfügen über sagenhafte 650 MPP. Da mache ich mir jetzt nochmal in Ruhe Gedanken zu, wofür wir dieses Geld wohl ausgeben. Vielleicht verstärken wir auch nochmal unsere Jagdflugzeuge, aber na gut, schauen wir mal. Wir sehen uns gleich wieder.
Ja, weiter geht's. Also 650 MPP haben wir zur Verfügung und das ist wirklich eine Menge Holz. Also wir schwimmen ja förmlich in Geld. Erstmal eine ganz schöne Situation. Gut, wir haben eine neue Einheit bekommen, eine motorisierte Infanterie. Die bringen wir mal nach Siedlce hinein. Ich denke, die werden wir hier gebrauchen. Zur Not kann man sie auch immer noch an die Westfront verlegen, falls das mal notwendig werden sollte. Ja, und wir werden unsere Jagdflugzeuge verstärken. Zumindest mal 3 Stück von ihnen. Das ist jetzt wirklich extrem teuer. Aber mit 3 Jagdflugzeugen, insbesondere wenn wir sie dann auch in der nächsten Runde nochmal abgegradet haben, sollten wir gerade auch an der Ostfront nochmal einiges bewegen können. Somit haben wir nur noch 320 MPP. Und wir werden kaufen. Wir können eine verbilligte Garnison nachkaufen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir werden uns eine weitere Armee gönnen. Und damit sind wir runter auf 96 MPP. Ja, und so kommt auch einiges hinterher. Die Garnison, nochmal einige Rumänen, mittlerweile 4 deutsche Armeen sind in der Produktion. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und denke, das wird eine substanzielle Verstärkung sein. So, wir sind hier runter auf 96 MPP. Das passt auch zu dem, was ich berechnet habe. Und dann drücken wir mal an dieser Stelle auf den roten Knopf. Angriffe auf die Konvois. US-Truppen hissen die amerikanische Flagge auf dem Suribachi. Auf dem Iwo Jima dauern die Kämpfe an. Ach stimmt, der Suribachi war, glaube ich, einer von diesen großen, oder der große Berg auf Iwo Jima. Ich meine, das habe ich mal irgendwo in einem Film gesehen oder auch wunderbar gelesen. So, wir kriegen immerhin noch 880 MPP. Und es regnet und ich sehe, es ist Schlamm. Und es geht los mit den obligatorischen Küstenbombardierungen. Die kennen wir ja alle. Tja, diese Bombardierung. Wie gesagt, mir ist es tatsächlich echt ganz recht, dass hier unsere Schiffe bombardiert werden. So wirklich schlagkräftig und viel können wir mit denen nicht mehr unternehmen. Aber ihr seht ja schon, würden diese Angriffe jetzt irgendwie auf eine Armee oder ein Korps niederprasseln oder auf eine Garnison, dann würden wir hier reihenweise Einheiten an der Westfront verlieren. Bin mal gespannt, ob die Alliierten auch Truppen in der Normandie nachziehen. Ja, tatsächlich den Panzer verstärken können in der Stadt. Ärgerlich. Naja, aber es regnet auch hier. Das dürfte die Angriffskraft der sowjetischen Luftwaffe deutlich vermindern. Es ist Schlamm, insofern kann er sich kaum bewegen. Insofern sind eigentlich die Wetterhemmnisse auf beiden Seiten gleichmäßig gut oder schlecht verteilt. Da wollen wir uns mal nicht beschweren. Hoffen mal, dass wir gutes Flugwetter in Norditalien haben in unserer Runde, sodass wir dann nochmal vielleicht eine gegnerische Bombe aus dem Spiel nehmen können. Ja, das funktioniert wenig gut für die Amerikaner und Briten. Können sogar unsererseits Schaden erzeugen, ohne dass wir jetzt großartig Schaden durch die Luftwaffe nehmen. Naja, ich sag's gerade und man soll eigentlich nie solche Sachen beschreien. Okay. Ja, er erkennt also doch, dass wir hier eine Lücke haben und zieht wieder in Richtung Norden. Ja, Daugavpils wird halten, da stehen wir so gut drin. Die Frage ist lediglich, wie viele Verluste nehmen wir hin?
Ja, das ist ja das exponierte Feld, was von drei Seiten aus angegriffen werden kann. Boah! Wahnsinn. Gott sei Dank schießt doch mal die südlich stehende Ahri. Na, jetzt wird die Luft aber sehr, sehr dünn an dieser Stelle. Ja, und wir verlieren das Korps. Die obligatorischen Angriffe in Finnland. Ja, wir müssen uns hier weiter zurückziehen. Das ist, boah, überaus schmerzhaft, was die Sowjets hier machen. Doch die Fallis werden nochmal wild behagt, ziehen sich erfreulicherweise zurück. Das dürfen sie. Ja, und bin gespannt, ob die Mechanisierten überleben werden. Das ist so ein bisschen ein Sorgenkind. Ja, Rimini hält gut. Das war ja die Einheit, die wir per Eisenbahntransport verlegt hatten. Boah. Das ist mittlerweile auch schon eine Elite-Korps der Sowjets. Verstärkung gehen los. Hoffen mal, dass es das vielleicht mit den Angriffen auch war. Es wird umgruppiert, ja, es wird nochmal hinterher geschossen. Der Kessel hat gehalten, das ist mal gut. Ja, und auch unsere Motorisierte wird hier stehen bleiben. Die Gegner ziehen sich zurück, das dürfen sie. Wildes Umgruppieren. Oh ja, ein Hauptquartier in Finnland. Jetzt wollen es die Sowjets aber wissen. Ja, ich finde, das sieht alles in allem gar nicht mal so schlecht aus. Oh, ein amphibischer Transporter führt einen Angriff auf Saint-Malo durch, ergebnislos. Ja, die Sowjets springen tatsächlich immer wieder von Front zu Front und verschieben ihre Schwerpunkte. Ja. Dann hoffen wir mal auf gutes Wetter. Nachschubmangel, genau das möchte ich sehen. Auch Nachschubmangel beim Chor. Gott sei Dank ist hier nichts weiteres angelandet. Auch hier haben wir Nachschubmangel. General Slim besiegt die Japaner in Burma und befreit Mandalay. Und die Versorgung wird berechnet. Wir entdecken noch gegnerische Einheiten. Oh ja, und es gibt Nachschub. Wir haben mittlerweile den 18. März erreicht und es gibt gewaltig Nachschub. Das tut doch mal richtig gut. Ja klar, wir müssen die Einheiten jetzt noch alle upgraden, aber das ist in Ordnung. Gut, beginnen wir mal hier unten. Der Kessel hat gehalten und wir kriegen auch halbwegs vernünftige Angriffe auf den schweren Panzer hin. Hat noch eine Versorgung von 2. Die Einheit ist unversorgt. Ja, wir sollten ein bisschen die Luft kriegen. Und die Sowjets haben sich zurückgezogen. Wir haben keine konkrete Kontaktlinie mehr aufgebaut, sondern stehen hier relativ locker im Hinterland. Machen aber nach wie vor Druck in Richtung der ungarischen Tiefebene. Das ist echt brandgefährlich. Wir kriegen hier keine wirklich guten Angriffe gegen diesen schweren Panzer hin. Mal sehen, was wir dann hier auch mit den Unterstellungen noch organisiert bekommen. Ja, und das Feld ist verloren gegangen. Donnerwetter. Ja,
Das ist schon sehr, sehr ärgerlich und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir diese Lücke jetzt wieder stopfen werden. Im Bereich der Heeresgruppe Nord müssen wir zurück, das zeichnet sich völlig klar ab. Eine schöne Linie zurück, irgendwie ein, zwei vernünftige Einheiten noch in der ersten Linie stehen lassen. Und hier oben bildet sich ein neuer Schwerpunkt. Weil wir kriegen einen Daugavpilz verstärkt, das ist gut. Ja. Und im Westen kriegen wir nochmal vernünftige Angriffe hin. Ja, das sieht halbwegs ordentlich aus. Gut, ja. Damit sind wir für diese Folge soweit durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.